Auf Schloss Le Luth feiert man die Eröffnung der Jagdsaison mit einem Empfang und einem festlichen Diner. In der Küche wird ein mehrgängiges Jagdmenü zubereitet. Unter den Gästen Baron und Baronin de la Tournelle, Marquis und Marquise de Clermont-Tonnerre und die Grafenpaare d'Ormesson und de Talouet-Roy. Mein Name ist Barbara, Gräfin von Nicolai, und ich heiße Sie herzlich willkommen auf Schloss Le Luth. Das Loiretal im Nordwesten Frankreichs ist bekannt für seine vielen Schlösser, schönen Jagdreviere und zahlreichen Spezialitäten. Hier liegt das Schloss Le Luth. Wenn die Tage kürzer werden und die Nebel noch spät am Morgen über die Weiden ziehen, beginnt die Jagdsaison auf Le Luth. Viele Könige waren hier schon zu Gast. Auch Ludwig der 13. kam gerne zur Jagd. Im 10. Jahrhundert ursprünglich als Burg für 2000 Soldaten begonnen, erlebte Le Luth viele Umbauten und Besitzer, bis es vor rund 250 Jahren in den Besitz der Familie des Grafen Louis-Jean de Nicolai kam. Dessen Frau Barbara, Comtesse de Nicolai, hat das Schloss behutsam modernisiert. Im Speisesaal von Le Luth planen die Gräfin und ihre Hausdame Sophie Esnault das morgige Dini. Besprechen die Tischdekoration und die Speisefolge. Und dann dachte ich an Ente, passend zur Jagd. Gute Idee. Und dann eine Mousse au Chocolat, serviert in unseren kleinen Porzellantöpfchen. Ja, ein bisschen Schokolade zum Abschluss. Die Porzellanmalerin Inès de Nicolai ist gerade aus Paris gekommen. Die Cousine des Grafen hat zwei neue Teller für das Familienservice gefertigt. Das ist ja toll, danke. Zwei waren ja zerbrochen. Großartig. Jetzt will die Gräfin nur noch sicher gehen, dass genug Töpfchen für die Mousse au Chocolat vorhanden sind. Und die Vorbereitungen in der Küche können beginnen. Aber Sophie, es sind nur noch 5 Töpfchen da. Das tut mir wirklich leid. Ich glaube, einige sind nach der Jagd im letzten Jahr kaputt gegangen. Stimmt, wir haben sie lange nicht mehr gebraucht, aber trotzdem. Wir können ja noch ein anderes Dessert machen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Aber nein, das wäre doch schade. Eure Mousse au Chocolat ist so fein. Da kann man nichts machen. Ich bemale dir schnell welche. Töpfchen wie diese? Ja, ich mache dir 12 Stück. Ich bitte Maxime, mir Rohlinge und meine Malsachen aus Paris zu bringen und morgen hast du sie. Das ist ja wunderbar. Wir sind gerettet und sie werden sicher sehr schön werden. Ich kümmere mich gleich darum. In der Schlossküche beginnt Koch Fabrice mit dem Einheizen des jahrhundertealten Holzofens. Ab jetzt bin ich da, Fabrice. Wir haben heute viel zu tun. Hausdame Sophie will so viel wie möglich schon heute vorbereiten, da es bei der morgigen Jagd ein Mittags- und ein Abendmenü geben wird. Ich bin immer bis zum Schluss sehr aufgeregt. Eigentlich kann man erst beim Dessert so richtig sagen, es ist vollbracht. Alles hat geklappt und alle waren mit dem ersten Jagddiner zufrieden. Während der Ofen vorheizt, beginnen Sophie und Fabrice mit der Zubereitung des Zucchini-Brotes, einer Spezialität von Le Luth. Dafür werden die Zucchini zunächst mit etwas Öl und Salz geschmort, bis sie zerfallen. Die Zucchini stammen aus dem Schlossgarten, den die Gräfin selbst angelegt hat. Barbara de Nicolai ist eine passionierte Gärtnerin mit einem großen Interesse für alte Obst- und Gemüsesorten und der Permakultur, dem nachhaltigen Anbau im Einklang mit der Natur. Sobald ein Beet abgeerntet wurde, bedecken wir es mit Mulch oder säen Pflanzen.
An diese Art anzubauen, muss sich auch das Auge erst einmal gewöhnen. Wir sind ja die ordentlichen, geraden Beete gewohnt. Jetzt ist der ganze Garten voller Mulch und grüner Pflanzen. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber die Qualität der Erde hat sich unglaublich verbessert. Alles Obst und Gemüse, das auf Le Lude gegessen wird, kommt aus dem eigenen Garten. Auch das Basilikum, mit dem das Zucchini-Brot verfeinert wird, schneidet die Gräfin ganz frisch. Die Enten für das Diner hat der Graf selbst geschossen. Louis-Jean de Nicolaï hat sein ganzes Leben auf Le Lude verbracht. Seine Mutter, Prinzessin Pia Maria von Orléans-Braganza, verwandt mit einer Seitenlinie des französischen Königshauses und der kaiserlichen Familie Brasiliens, machte die Sons et Lumières-Festspiele im Schloss populär. Im Jahr 2000 übernahm der Graf das Anwesen. Seine Kinder leben zurzeit in Paris und London, doch er hofft, dass sie es weiterführen werden. Ich glaube, jede Generation hat sich die Frage gestellt, werden die nach mir es schaffen, das Schloss weiterzuführen, trotz der hohen Kosten und vielen Schwierigkeiten. Wissen Sie, so ein Schloss gibt dem Leben einen Sinn. Und ich bin ganz sicher, dass meine Kinder eine Möglichkeit finden werden, es weiter bestehen zu lassen, wenn sie es denn wollen. Natürlich stehen wir in einer Tradition, aber wir haben aus Le Lude auch ein zeitgemäßes Schloss gemacht, es fürs Publikum geöffnet. Wir veranstalten Gartenfeste und nehmen aktiv am lokalen Leben teil, sodass das Schloss fest in der Region verankert ist und noch immer eine wichtige Rolle spielt. Neben dem Zucchini-Brot bereiten die Köche Fabrice und Jean-Bernard Pot-au-feu einen kräftigen Rindereintopf für das morgige Déjeuner vor. Es war die Idee der Gräfin, die lange ungenutzte Küche wiederherzurichten und in Betrieb zu nehmen. Solche Küchen riechen ganz anders. Und der Holzofen gibt auch eine sanftere Wärme ab als ein Gas- oder Elektroofen. Das Kochen hier dauert zwar etwas länger, aber so können sich die Aromen der Speisen auch viel mehr entfalten. Auch die alten Kupfertöpfe verleihen den Speisen einen besonderen Geschmack. Für das Zucchini-Brot werden Eier mit Sahne gemischt, mit Basilikum verfeinert und unter die geschmorten Zucchini gehoben. Hausdame Sophie muss nicht nur das Menü überwachen, sie ist auch für die Dekoration des Speisesaals und alle anderen Abläufe verantwortlich. Natürlich ist es viel Arbeit, aber die Atmosphäre hier ist wirklich schön. Und es ist immer wieder aufregend, eine neue Jagdsaison zu beginnen. Die Blumenbouquets für die Gästezimmer gestaltet die Gräfin stets selbst. Einige der Räume sind noch mit Originalmöbeln aus dem 15. Jahrhundert eingerichtet. Damals übernahm die mächtige und königstreue Familie de Daillon für 2 Jahrhunderte Le Lude und wurde von einigen Herrschern mit einem Besuch beehrt. C'est ici que le roi Henri IV. In diesem Zimmer war Heinrich IV. Mindestens 2-mal zu Gast. Das erste Mal auf seinem Weg nach Chartres, wo er zum König gekrönt wurde. Er war zum Katholizismus übergetreten und nahm auf Le Lude an seiner ersten katholischen Prozession teil. Das zweite Mal, nachdem er das Edikt von Nantes erlassen hatte. Er war ja einige Zeit in Nantes geblieben, weil dort das zweite Kind, das er mit Gabrielle d'Estrées hatte, auf die Welt kam. Und auf dem Rückweg nach Paris hat die Familie dann auf Le Lude Halt gemacht. Das war 1598. Weitere berühmte Gäste folgten. Gläubige, weniger Gläubige und sogar einer mit einer Sympathy for the Devil. Auch dieses Zimmer hat illustre Gäste gesehen. Einer der letzten war Mick Jagger, der zu einer Familienfeier an die Loire kam. Das war vor einigen Jahren im Sommer. Musik
Le Lüth war auch schon Kulisse für Kinofilme und Fotoproduktionen. Doch in diesen Tagen dreht sich alles um die Eröffnung der Jagdsaison. Während sich der Graf in der Regionalpolitik engagiert, kümmert sich die Gräfin um die Vermarktung des Schlosses und der Region. Sie unterstützt dabei vor allem die Bauern, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben. Wie Pierre Doris, dessen Apfelsaft nicht nur frei von Pestiziden ist, sondern auch besonders aromatisch. Bonjour Pierre. Wie geht's? Und selbst? Gut, und Ihnen? Auch gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Ernte. Hätten Sie vielleicht 5 Minuten? Ich möchte Apfelsaft kaufen. Ja, natürlich. Kommen Sie mit. Die Gräfin reicht Pierre Doris Apfelsaft gerne als kleine Erfrischung in den Jagdpausen. Saft statt Schnaps. Das erhöht die Trefferquote ungemein. Ich mag seinen milden Geschmack und seine Süße. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Geschmack variiert, je nachdem, wie das Wetter war. War es ein Jahr mit viel Sonne, ist er süßer. In einem Jahr mit viel Regen schmeckt er richtig säuerlich. Es gibt hier wirklich Jahrgänge, wie beim Wein. Barbara de Nicolai ist sehr beliebt in der Region. Auch Pierre Doris mag die zupackende und direkte Art der Gräfin. Das hilft natürlich sehr, dass sie bei uns einkauft und insgesamt die Kleinbauern in der Gegend so unterstützt. Wir haben beide den gleichen Ansatz, sie mit ihrem Garten, wir mit der Apfelplantage, wo wir auch versuchen, die Natur zu bewahren. Das Schloss zieht viele Besucher an, viele davon schickt sie auch zu uns. Zurück im Schloss. Die Porzellanmalerin Ines de Nicolai ist schon bei der Arbeit. Schnell und patent hat sie einen Salon in ein kleines Atelier umgewandelt. Bis ins 18. Jahrhundert war das Porzellan dem Adel und Großbürgertum vorbehalten. Doch heute begeistern sich Kunden aller Schichten und Nationalitäten für ihr Design. Als Porzellanmalerin braucht man in erster Linie einen Sinn für Farben. Mir gefällt, die Farben richtig zu kombinieren. Dann muss man gern minutiös arbeiten. Und man braucht viel Geduld. Eigentlich bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch. Nur beim Malen fällt es mir ganz leicht, Geduld zu haben. Zwölf Porzellantöpfchen mit 12 Deckeln in nur einem Tag. Noch nie musste die Porzellanmalerin unter einem solchen Zeitdruck arbeiten. Ich bemühe mich, konzentriert und ganz ruhig zu bleiben, damit die Töpfchen für morgen auch wirklich schön werden. Es ist schon eine Herausforderung, 12 Cremetöpfchen an einem Tag fertigzustellen. Ich darf jetzt noch nicht unruhig werden, dann vermale ich mich. Aber wenn ich mich konzentriere, wird es schon gut gehen. Um die Charolais-Rinder auf den Schlossweiden kümmert sich Thierry Irin, der auch der Wildhüter von Le Lüth ist. Die Tiere sind das ganze Jahr im Freien und werden zum Schluss noch zusätzlich mit Rüben gefüttert. Das macht ihr Fleisch so aromatisch und zart. Hallo, ich bringe euch das Fleisch. Für den Pot-au-feu hat Thierry ein schönes Schulterstück ausgesucht. Dir noch einen schönen Tag und viel Glück bei der Jagd morgen. Wie weit seid ihr mit dem Gemüse? Sobald sie sich sicher ist, dass in der Küche alles nach Plan läuft, lässt Sophie die Köche alleine weiterarbeiten. Das Speisezimmer muss noch dekoriert werden. Für das festliche Jagddiner haben sich die Gräfin und Sophie für dezente, elegante Farben entschieden.
Blaue Kerzen zu einer grauen Tischdecke. In der Küche wird ohne Pause weitergearbeitet. Auf dem alten Holzofen muss das Fleisch 4 Stunden auf kleiner Flamme kochen. In die Brühe kommen Karotten, Zwiebeln, Lauch und Lorbeerblätter. Dann muss das Fleisch über Nacht in der Brühe ziehen. Pot-au-feu schmeckt am besten aufgewärmt. Nur das Gemüse dazu wird morgen frisch in der Brühe gekocht. Bei einem letzten Rundgang ums Schloss vergewissert sich die Gräfin, dass Terrasse und Wege für die Ankunft der Gäste gefegt wurden. Durch seine ganz unterschiedlichen Fassaden hat Le Lude viele Gesichter. Je nachdem, aus welcher Richtung man sich dem Schloss nähert. Jede Fassade hat einen anderen Stil. Das liegt daran, dass das eigentliche Schloss im 14. Jahrhundert begonnen wurde und dann bis zum 19. Jahrhundert mehrere Um- und Anbauten erlebte. Zunächst war es ja nur eine Burg, die 200 Jahre bis zu ihrer Fertigstellung benötigte. Während der Renaissance im 16. Jahrhundert wurde es in ein Lustschloss umgewandelt. Da wurde die elegante Fassade mit den aufwendigen Verzierungen gestaltet. Jede Generation wollte das Schloss etwas nach ihrem Geschmack verändern. Doch wirklich interessant ist, dass man trotzdem den Stil des Jahrhunderts davor erhalten hat. Das ist wirklich ungewöhnlich. Auch spät am Abend arbeitet die Porzellanmalerin weiter. Sie muss heute Nacht noch fertig werden, damit die Cremetöpfchen morgen gebrannt werden können. Ah, Ines, ça va? Ines, geht es dir gut? Bravo. Wo sind die hübsch? Ich bringe dir einen Tee in einer deiner schönen Tassen. Die sind wirklich bezaubernd und jedes Töpfchen ist anders. Bravo, Ines. Und du bist so schnell. Ich gebe mein Bestes. Am nächsten Morgen strahlender Sonnenschein. Die Jagd kann beginnen. Heute geht es auf Enten und Fasane. Die Flugwildjagd ist eine Passion des Grafen. Drei Dinge machen für mich die Jagd aus. Ein guter Schuss, die Qualität des Federwildes und die Gesellschaft von guten Freunden. Zu Beginn der Jagd hält sich der Graf vornehm zurück und lässt seinen Gästen den Vortritt beim Schießen. Es ist die erste Jagd der Saison. Ich habe sie organisiert und will erst einmal sicher gehen, dass alles gut läuft und genügend Vögel da sind. Sie fliegen übrigens richtig gut heute. Und ich freue mich, wenn ich meinen Gästen beim Schießen zusehen kann. Natürlich packt es mich in einigen Momenten und ich muss mich zurückhalten, aber ich werde später noch jagen. Die Jäger sind bereit. Die Treiber können beginnen. Thank you.
Auf Le Lude sieht man die Jagd auch als einen Beitrag zum Naturschutz. Daher herrschen strenge Regeln, was und wie viel geschossen werden darf. Die Jagd hilft, das Gleichgewicht der Natur zu erhalten. Das hat eine sehr lange Tradition und noch nie wurde die Natur durch die Jagd verschandelt. Viel eher durch Beton. Das Déjeuner wird heute einige Kilometer vom Schloss entfernt im Jagdpavillon eingenommen. Auch die Gräfin jagt gerne selbst. Heute aber muss sie sich um die Vorbereitungen kümmern. Das Gemüse für den Portefeu wird frisch in der selbstgemachten Rinderbouillon gekocht und zusammen mit dem aufgeschnittenen Braten serviert. Eine erfolgreiche Jagd, ein gutes Essen, die Stimmung der Gäste ist bestens. Nach dem Essen können sich die Jäger ausruhen. Für Hausdame Sophie aber beginnen die anstrengendsten Stunden des Wochenendes. Sie muss sich um alles kümmern. Das Menü, die Tischdekoration und die richtige Platzierung der Gäste. Neben den Herrn Grafen setzen wir die Marquise von Clermont-Tonnerre. Und zu seiner Linken die Prinzessin Nujaim. Die Servietten faltet Barbara de Nicolai nach Art des Bischofshutes. Eine ziemlich komplizierte Falttechnik. Für die Kunst des Tischgespräches weiß sie einen ganz einfachen Rat. Es gibt da eine sichere Regel. Mein Onkel Christian, der Diplomat war, hat sie mir verraten. Während eines Diners spricht man während des ersten Ganges mit seiner Nachbarin zur Rechten. Beim nächsten Gang wechselt man zur Nachbarin zur Linken. So ist es das Essen, das unterbricht und einem erlaubt, sich der anderen Tischnachbarin zuzuwenden. Einfach ideal. In der Hoffnung, dass die Porzellantöpfchen rechtzeitig eintreffen, hat Koch Fabrice mit der Zubereitung der Mousse au Chocolat begonnen. Und wirklich, die Porzellanmalerin hat Wort gehalten. Das haben Sie toll gemacht. Ich bin wirklich froh, es geschafft zu haben. Jetzt können wir richtig loslegen. Die Hausdame ist erleichtert. Jetzt steht einem gelungenen Diner nichts mehr im Wege. Einmal umgefüllt, muss die Mousse au Chocolat noch 2 Stunden kalt stehen. Während in der Küche höchste Konzentration herrscht, entspannen sich die Gäste beim Aperitif. Jetzt muss sich der Koch wirklich beeilen. Das Zucchini-Brot wird mit einer Tomatensauce verfeinert, die Birnen für die gebratene Ente mit braunem Zucker und Butter karamellisiert. Nach dem langen Jagdtag freuen sich die Gäste auf das Menü. Fabrice hat schon viele dieser Diners gemeistert und bleibt auch unter Zeitdruck konzentriert und ruhig. Beeilung, die oben warten schon. Noch eine kräftige Soße und die köstlichen kleinen Larat-Kartoffeln aus dem Garten. Und die Enten sind fertig. Versiert servieren die Köche so schnell, dass alle 12 Gäste ihre Ente warm genießen können. Musik
Und dank des Einsatzes der Porzellanmalerin kann auch die Mousse au Chocolat stilgerecht serviert werden. Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, dass die Mousse au Chocolat-Töpfchen von meiner Cousine Inès de Nicolai extra für unser Menü heute Abend gefertigt wurden. In nur zwei Tagen? Das hat sie nur in zwei Tagen vollbracht. Die Mousse au Chocolat ist in zwei Minuten aufgegessen. Die schönen Porzellantöpfchen aber werden hoffentlich noch einige Jagddiners überdauern.